35. Tabak in Dortmund am Messestand der Firma Kiessee. Dem stand er immer sofort am Eingang, den Besuchern entgegenspringt, trifft man Christian Hinz, den Geschäftsführer. Danke, Herr Will. Herr Hinz, wir sind ein eingespieltes Team eigentlich hier am Messestand in den Gesprächen. Und Sie haben wie immer auch ein bisschen was Neues mit zur Messe gebracht. Aber ein bisschen ist jetzt an der Stelle untertrieben. Da ist auch wirklich eine echte Neuheit dabei. Ja. Auch dieses Jahr haben wir wieder eine Neuheit mitgebracht auf die Intertabak. Und zwar hier im Bild unsere Spezialtipp 250 Extra Hülse, und wobei die Betonung hier auf extra liegt. Eine Hülse mit dem 25 mm Filter im Vergleich zu dem 15 mm Filter einer normalen Hülse. Ich demonstriere das jetzt hier mal. Hier sieht man schon oder ahnt man zumindest die um zwei Drittel Längen Filter, der natürlich dazu dient, ungefähr 10% Tabak zu sparen und nebenbei noch näher an den Geschmack der Fabrikzigarette kommt. Das erste Mal, dass wir in dem mittelpreisigen Segment eine extra Hülse bringen. Wir haben ja schon eine im Hochpreis, im Premium-Segment. Das ist jetzt im Mittelpreissegment und haben gleichzeitig dazu die normale Spezialtipp dem neuen Design Gieze Modern angepasst. Das heißt, wir haben jetzt hier Blau und Rot. Wo ist das Gieße Gelb? Die Spezialtipp ist ja eine klassische blaue Hülse, gelb sind die Premium-Hülsen, also die Full Flavor, die Finest Flavor. Und die Extra-Varianten und unsere Mittelpreis-Qualitätshülsen sind halt jetzt in dem Blau und dem Rot gut unterscheidbar, um auch dem Kunden dort die beiden verschiedenen Qualitäten sofort zu suggerieren. Sonst sehe alles gleich aus. Ganz wichtig, glaube ich. Ne? Also Unterscheidungsmerkmal muss da sein, muss im Handel präsent sein und dem Kunden gegenüber auch. Wobei das Gelb nicht weg ist, ja, der dazu passende Stopfer schon etwas länger, aber der einzige nach wie vor auf dem Markt verstellbarer Stopfer, der Gieze Extra Stopfer, in dem wir in einem Stopfer tatsächlich beide Hülsen stopfen können, sowohl die Extra als auch die Standardhülsen. Und der ist noch in dem schönen Gelb, ist nicht weg. Ich bin begeistert. Also, eine ganz variable Geschichte, so variabel wie das Unternehmen auch grundsätzlich aufgestellt ist, immer innovativ und immer voraus. Was können Sie uns denn noch so erzählen über die Aktivitäten der Firma Gieße? Wir bauen unser Programm weiter um. Wir werden dabei dieses moderne Design, was wir jetzt hier bei den Hülsen auch umsetzen, auch Zug um Zug in den Blättchensegment umsetzen und uns als Unternehmen auch da moderner, den Look, den wir mit dem Gieße Black angefangen haben, auch peu à peu auf das gesamte Sortiment ausweiten. Der Handel ist an der Stelle natürlich Ihr wichtigster Partner. Wie kommunizieren Sie an der Stelle mit dem Partner, um diese neuen Produkte in den Markt zu bekommen? Das Schöne ist natürlich, dass die Qualität der Produkte und auch der Look für sich sprechen. Ja, also die Produkte überzeugen schon aus sich selber, auch den Handel aus sich selber, aber nichtsdestotrotz natürlich die gesamte Palette mit über eigenen Außendienst, Presseinformationen und Ankündigungen. Auch jetzt hier rechtzeitig in der Intertab-Pressekonferenz, dass wir den Handel schon informieren, dass die Produkte neu kommen, dass sie kommen. Und es wird nicht mehr lange dauern, dann wird der Handel das dann auch sehen und sicherlich auch gut verkaufen. Das heißt, Sie steigen jetzt aktiv nach der Messe ins Jahresendgeschäft ein. Haben Sie Geschäftsjahresschluss am 31.12.? Ja. Wie stehen die Zahlen zurzeit? Uns ging es jetzt auch nicht unbedingt viel besser als dem Rest der Branche. Der kalte Winter hat uns auch schon ein bisschen gebeutelt, das ist schon klar. Und wenn Sie 4 bis 5 Monate kaltes Wetter haben, ist es schwer, das, was Sie da verloren haben, im Jahresendgeschäft wieder reinzubekommen. Aber die zweite Hälfte wird besser werden als die erste. Da muss man noch eine Hälfte hinten dranhängen, bis wir den Jahresabschluss machen. Ja, bis Ende November 30 Grad, dann funktioniert es. Das ist richtig. Okay, wir werden unser Wort dafür einlegen. Ich denke mal, dass alles das, was Sie nach draußen bringen, gut aufgestellt ist. Sieht man ja auch. Und dass der Handel das ja auch akzeptiert. Der Handel ist wirklich an der Stelle auch immer wieder... Wir haben einige Gespräche im Vorfeld der BTWE-Tagung geführt und haben ja viel dazu gehört, was der Handel von der Industrie erwartet. Und es gibt viele Partner, die den Handel an der Stelle nicht so umfangreich informieren wie Sie. Also an der Stelle wissen wir das ja auch durch die Gespräche, wir wissen es aber auch durch die Auszeichnung, die Sie da schon bekommen haben. Das heißt, der Handel sucht schon diese Anbindung, das Andocken an das Unternehmen. Das ist richtig, weil wir sitzen im Endeffekt in einem Boot. Ohne der Handel kann ich ohne unsere Produkte, wir nicht ohne den Handel, was logischerweise ist. Und deswegen müssen wir natürlich gemeinsam mit dem Handel kooperieren, um unsere Produkte bestmöglich zu präsentieren. Und wir haben sicherlich im Handel auch mit dem neuen Look auch einen großen Gefallen getan, die uns aber auch, dass sie doch sehr, sehr erfolgreich laufen. Eine Erfolgsstory sicherlich für alle Beteiligten.
Also, einhaken zum Jahresendgeschäft, gute Geschäfte und schöne schwarze Zahlen. Dankeschön, Herr Will.